Café Haag war kurzzeitig größte Kaffeefirma der Welt. Vielleicht der großartigste Kaufmann, den Bremen jemals hervorgebracht hat. Es war eben etwas Besonderes, bei Café Haag zu arbeiten. Säckeweise werden Kaffeebohnen aus Südamerika im Bremer Hafen gelöscht. Die Nachfrage nach Kaffee ist auch schon vor über 100 Jahren gewaltig. Aber dem darin enthaltenen Koffein werden damals todbringende Eigenschaften nachgesagt. Der Bremer Kaffeehändler Ludwig Roselius glaubt, dass sein Vater durch zu viel Koffein gestorben ist. Jahrelang sucht er nach einem Verfahren zum Entkoffeinieren von Kaffee. Im Jahre 1906 lässt er es patentieren. Roselius ist dann mit der Patentschrift in der Hand zur Bank gegangen und hat denen gesagt, ich bin der Größte, ich bin Ludwig Roselius. Ich weiß, wie man Kaffee entgiftet und in ein paar Jahren trinkt die ganze Welt entgifteten, sprich entkoffinierten Kaffee. Und die kommen an mir alle nicht vorbei. Er hat sich das Verfahren weltweit patentieren lassen. Der Beginn der Kaffeehandelsaktiengesellschaft, kurz Café Haag. Ein weltweiter Siegeszug beginnt, auch weil Roselius für sein Produkt ein eigenes Logo entwerfen lässt. So wird Café Haag der erste Markenkaffee der Welt. Doch der gewiefte Kaufmann Roselius hat bald schon die Idee für ein neues Produkt. Das Kakao- und Bananenpulver, kurz Kaba. Der Kaba hatte das für Kinder wiederholt, was er an der Haag für Erwachsene vorexerziert hat. Der Werbespruch war, Mutti, gib mir Kaba, Kaba stopft nicht. Also auch da war die Idee, den Kindern jetzt ein eigentlich teures Kolonialwarenprodukt günstig nahezubringen und das diätetisch, modern und gesund auf den Familientisch zu bringen. Wie erfolgreich das Unternehmen in seiner Blütezeit ist, kann man heute noch im denkmalgeschützten Marmorsaal auf dem Café Haag-Gelände erahnen. Den hat Ludwig Roselius 1914 einrichten lassen als Speisesaal für die Direktoren. Hier traf man sich dann halt zum Mittagessen. Und natürlich war es ein großer Repräsentationsraum für Firmenveranstaltungen. Der Riesenerfolg seiner Marken, er hat auch mit Roselius Geschick in Sachen Marketing zu tun. Als eines der ersten Unternehmen hat die Haag früh eine Werbeabteilung. Anfang der 20er Jahre beginnt Roselius Häuser in der alten Handwerkergasse Böttcherstraße aufzukaufen und lässt die kleine Straße nach und nach von expressionistischen Künstlern und Architekten umbauen. Bis heute eine der Sehenswürdigkeiten Bremens. Für Roselius eine begehbare Werbefläche. Problematisch wird das Ganze für den Kaufmann, als die Nazis an die Macht kommen, die mit dieser Art von Kunst gar nichts anfangen können. Dann gab es auf dem Reichsparteitag durch Hitler das böse Wort der Böttcherstraßenkultur, die man nicht brauche im neuen Deutschland. Am Ende ging es sogar so aus, dass die Nationalsozialisten ihm sagten, nein, er solle lieber nichts ändern an dieser Straße, die sei gut erhaltenswert als schlechtes Beispiel für Kunst der Systemzeit, als entartete Kunst. Es war für ihn eine Niederlage auf der ganzen Linie, die aber zum Glück unterm Strich uns die Böttcherstraße erhalten hat. Roselius stirbt 1943. Seine Marken leben weiter. Als erstes Produkt weltweit wirbt der Plantagentrank mit Figuren und Geschichten von Walt Disney. 1975 kennen 96% aller Westdeutschen die Marke Kaba. Aber nur 4 Jahre später beginnt das Ende des großen Unternehmens. Wo einst hunderte Menschen arbeiteten, herrscht heute gähnende Leere. Das Café Haag-Gelände heute verlassen, verfallen, nur kleine Teile werden weiter genutzt. Manfred Siebert hat 35 Jahre lang in dem Unternehmen im Bremerhaven gearbeitet. Hinter diesem Fenster war sein Büro als Betriebsratsvorsitzender. Jedes Mal kommen Erinnerungen hoch, weil man ja hier mit verlebt war. Man hat die Leute gekannt, ich kannte praktisch jeden persönlich. Und alle, die hier tätig waren, wir waren ja ineinander verbunden und jeder wusste über jeden Bescheid. Und gerade jetzt in der Zeit, wo hier alles zerfällt. Man trifft ja den einen oder anderen Kollegen, dann heißt, weißt du noch, wie es bei uns war, wie es da hatte, was ihr gemacht habt. Es waren Erinnerungen und deswegen kann man sagen, der Arbeitsplatz war hier Gold wert. Ne? Davon ist heute nichts mehr zu sehen. In diesen Hallen wurde damals Kaba hergestellt. 1960 hatte Ludwig Roselius Junior das Unternehmen übernommen, aber ohne das Herzblut und das kaufmännische Geschick seines Vaters. 1979 war ja für uns eine Weltuntergangsstimmung, das konnte man wirklich so sagen. Tränenreich war das, weil viele da gar nicht mit gerechnet haben,
dass so ein Unternehmen verkauft wird. Ludwig Roselius durfte das Unternehmen erst mit 50 Jahren, wenn er 50 geworden ist, verkaufen. Er hat das dann für 220 Millionen verkauft. Eigentlich heutzutage war das Porto, außer Portokasse. Koffeinfreier Kaffee verliert im Laufe der Jahre immer mehr an Bedeutung. Insgesamt 7-mal wechselt das Traditionsunternehmen den Besitzer. Die Marke Café Haag gehört nun einem niederländischen Genussmittelhersteller. Der hat gerade das Café Haag Firmenarchiv an das Bremer Staatsarchiv übergeben. 100 Regalmeter Firmengeschichte. Es gibt keine zweite Firma und kein zweites Produkt, in dem Wirtschaftsgeschichte, Sozialgeschichte, Stadtgeschichte, Kulturgeschichte, Denkmalpflege so in eins gehen wie am Beispiel der Haag. In Bremen wird die Geschichte von Café Haag weiterleben. Durch das Firmengelände, durch die Böttcherstraße, aber auch durch die vielen Menschen, die stolz darauf sind, für die Haag gearbeitet zu haben.